Okay, weiter geht's mit GTA. Und der Casino. Der gestern vorgestern vor die Randale gemacht, den Kater. Ja, das sind Katzen halt, ne? So. Kliert ne? Ist da, ey. Rollige Katzen, schlimm. Gut, deswegen ist meine kastriert. Aber nicht erschrecken, ich habe den zweiten weiblichen Charakter, der braucht ein bisschen Level. Ich weiß nicht, wie weit du. Ich habe ja auch noch einen weiblichen, aber 21 habe ich gerade nachgeguckt. Also ich habe ja nicht nur. Ab zwar bei Astro einen männlichen und weiblichen. Ich auch. Aber ich spiele mit dem männlichen, weil ich da alles hab. Ja gut, aber ich habe das im weiblichen noch nicht alles. Aber so, dann fahre ich mal runter zum Spieldings und dann ja. Geht's los. Ja, würde ich sagen, machen wir mal, damit wir heute noch ein bisschen was geschafft bekommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die in 2,5 Stunden durchzuziehen. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Irgendwer hat Kopfgeld. Ich hab auch Kopfgeld. Ich hab doch gesagt, das ist manchmal auch automatisch vom Spiel. Ja, ja, ich weiß, du kriegst aber schon Kopfgeld, auch wenn du Autos klaust. Draußen. Ich hab noch von der letzten Lobby Kopfgeld. Ich hab meinen überlebt, meine 7000. Ich muss ja 24 Stunden, glaube ich, ich glaube 24 Stunden in-game oder so ist das, glaube ich. Bin das ich? Ich bin es nicht. Ich habe nur 3000, die will ich behalten. Die waren so mein Geld. Jetzt fahren. Ach, einfach nur die Straße hoch, das ist natürlich nicht gut. Dann komm ich zu deiner Spielhalle, ne? Ja. Moment, muss er erst sein Auto rausholen. Auf dich wurden 3000 ausgesetzt. Guck mich dagegen gefahren. Unbekannt. Oh, ja, dann hast du Autos geklaut. Meine dann. Fresse, ey. Was denn? Ach, das ist der nette Markus. Ah. Markus, willst du einsteigen? Hm. Ne, geht schon. Die geliebten NPCs auf der Straße, die immer wieder so. Die abgespurten letzte Sekunde dich wegrammen müssen. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Du fährst mit Vollspeed durch die Stadt und in dem letzten Moment ziehen die komplett da rechts rüber, um dich dann noch zu erwischen. Na, vor allem, wenn du auf dem Motorrad bist, ist das sehr geil. Ja gut, deswegen fahre ich selbst das Motorrad hier in dem Spiel. Deswegen fahre ich Auto. Das ist auch ein Grund, warum ich keinen Motorradführerschein habe. Ich meine, ich kann jetzt nicht den NPC-Verkehr hier mit dem richtigen vergleichen. Aber trotzdem. Kommt ein Motorrad vorbei, sage ich immer, oh guck mal, Rollendorganspende. Nee, ich fahre dann meistens das Motorrad, die GTA, die werden grundsätzlich weggecheckt hier. Weiter! Gib mir deine 3000. Ach, geh. Der ruft mich die nächste Olle da an, ey. Ich bin um. Ja? Ich steig um zu dir. Ich bin schon längst da. Er krabbelt mal bei dir rein. Das ist nicht Ivo, das bin ich. Ich will nur deine 3000 ab. Okay, Kevin. Ich glaube, wird eh nicht passieren, ne? Du willst es nicht anders. Ein Bodenschuss und weg. Ja, ich muss ja. Oh, jetzt habe ich doch die 3000 gekriegt. Dankeschön. Danke, Kevin. Bitte, warte, ich überweise die gleich. Oh, kann ich das machen? Nee, das haben sie weggemacht. Ach, scheiße. Das hätte ich dem nicht jetzt schnell überwiesen. Warte, haben sie doch damals weggemacht wegen dieser Exploit-Geschichte, weil sie doch den Leuten immer ständig das gecheatete Geld zugesteckt haben. Da haben sie das weggemacht, das Feature. Warte, Thomas, ich hole dich ihm trotzdem ab.
Wer bist du? Du bist auf einer falschen Tafel. Ja, ich muss euch doch erstmal einladen. Aber. Ach du, komm, was. Ich hab schon gesehen. Mitarbeiter einstellen. Freunde. So, ihr seid eingeladen, meine Frau. Ja, Big Balls. Ah, ne, nicht Big Balls hier. Max Balls. Einer, angenommen, süß. Oh, Butterrad. Na, junge Frau, sind Sie öfter hier? Voll Gangster, ja, in den Wagen hängen. So wie gestern, Thomas, ne? Heute Nacht, ne? Mit den hier VIP-Verfolgung da. Damit er ein bisschen Geld kriegt. Ich bin die ganze Zeit hergerannt. Er hat mich voll schön die verfolgt gefühlt. So, erstmal weg von den Scheiß. Ja, leck. Sorry. Darf man nicht sagen. So. Ach, hier ist alles egal. Ich weiß nicht, was diese komische Ranzoomen sein soll, aber mit Sicherheit, weil ich mich gar nicht bewege. Alter, ich beobachte gerade deine Leute bei der Arbeit. Anscheinend. Seine Leute arbeiten? Computer, Waffen, aha. So creepy, hey. Also, was machen wir denn heute? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal auf die Karte. Irgendwas passiert gerade. Ja, ich frage mich auch gerade, was passiert. Schwarzer Bildschirm? Den habe ich auch. Wir haben auf der zweiten Tafel bei Gewann die unter mittlere Reihe frei. Der Sicherheitspass, den machen wir heute. Aha. Mein Charakter steigt bei dir ein. Ist mir auch egal. Kannst ja machen. Oh. Ich kann nicht einsteigen, mein Auto, geil. Auf geht's! Der Film wäre eine Linie zu verfolgen. Wo wollt ihr hin? Der Gamepunkt. Ja, dann fahrt nach links und nicht nach rechts. Ja, nee. Spielt den Romero mit den Batterie an. Ne, Bestatteranzügen. Ist der Romero, ist das nicht der Leichenwagen? Hieß der nicht so? Genau, wollte gerade sagen, ne? Tut das denn noch? Er ist Rowdy. War der nicht in GTA Vice City oder so? Kam der nicht auch davor? Love Fist mit dem Leichenwagen? Da! Herzhaft! Halt mich mal mit der. Hat einer den? Hast du noch was frei, Baby? Yep. Gut. Thomas, der checkt mich an, mal welche Schilder. Ernsthaft? Oh, komm, Mann, da hab ich die Polizei im Arsch! Da ist der schon wieder ausgefressen! So, erstmal die Cops abschütteln jetzt hier. Dann mal los. Alle Schweine aufteilen, Blas. Was soll das denn werden, ne? Ist das los? Kannst du dich erfahren, oder was? Merke ich mir. Du hast mich gegen das scheiß Schild gecheckt, Alter. Dafür kriegst du die Strafe. Ich hab's Auto geräumt, einfach kurz, während er mit meinem Auto unterwegs war. Du hast mein Kopfgeld geklaut. Ja, und dann komm, richtig. Kopf. Das Lustige ist, dass ich das Auto jetzt auf niemand gestellt habe. Das heißt, du kannst dich damit fahren. Nee, du kannst dich mal einsteigen. Ja, das meine ich ja. Das heißt, ihm ist jetzt eh egal. Aber da kommt Vanessa im Kurz an. Bist ja nur neidisch auf die KD. Ich scheiß auf die KD, die ist sowieso mies bei mir. Ich juck mich aber auch ehrlich gesagt nicht. Kommt ihr mit zur Gerichtsmedizin? Ich muss gucken, dass ich ein Auto kriege. Ach nein, wir können die Cops ja nicht anrufen. Also ich hab die Cops weg. Ja, wir nicht. Weiß er nicht was?
Ja, ich weiß ja nicht, was ihr da macht. Ich hätte sie ja auch mit, weggehabt. Mit Auto auf niemand stellen und rumalbern und rum... ich fahre nicht. Ich fahre nicht. Ich hab Zeit. Ich fahr mein Baby mit. Abwechseln Sie sich. Ja. Aber tut mir leid, Thomas, für dich ist kein Platz mehr. Warte, ich mach mal kurz auf Crew. So, jetzt. Ivi? Ja? Du lässt den Wagen einfach auf Gruß stellen, dann kommt der nicht rein, solange der die nicht angenommen hat. Wer nicht angenommen hat? Wer muss ich meine Autos auf Gruß stelle, kommt ihr nicht rein. Ich bin in der Crew, nur Markus nicht. Wir haben übrigens einen Besucher auf dem Server. Ja, das lässt sich nun mal nicht verhindern, Kev. Alles gut. Nee, ach. Ich hab mein Auto wieder. Aktives Video. Letzte ist ja alles okay. Ja gut, der eine, der hat uns ja in der Mission geholfen, aber danach hat er uns angegriffen. Aber eigentlich war es zu versehen, weil er Markus versucht hat abzufacken. Da habe ich ihn abgeschossen. Der kommt schon los, oder? Ja, ja. Der Turbo ist anscheinend noch nicht. Ich habe das gerade gesehen, der verfolgt mit irgendwas. Ich hab die nicht los, ich musste jetzt meinen Wagen holen. Sag ich doch, der irgendwas verfolgt dich doch noch zu machen. Ich hab's immer vorbeigebraust. Ich hab's auch wieder umgestellt, also nur mal so nebenbei. Also mein Auto steht wieder auf Crew. Aber irgendwie haben die Autos hier mehr drauf als die in Offline-Mode, ey. Das ist hier tausendmal explodiert. Tokio drift mit dem Leichenwagen. Yes! Wir haben jetzt auf 500 Meter, wir sind gleich da. Speedy Line hat das Spiel verlassen, das heißt, wir sind wieder. Nee, ach, Nathalie war, ey. Hä? Die wir uns ein Problem hat, Mutan, die Kuh bei uns verlassen hat. Hm. Ich warte mal noch, bevor ich reinfahre, bis ihr da seid. Wir sind jetzt in wenigen Metern da. Ich glaube. Auf Thomas weiß ich, wie weit bist du? Ah, da ist der Leichenwagen. Ach, wir müssen aufsteigen, okay. Wartet kurz, wir müssen noch hier ne, ziehen, bis losgeht. Ja, warte kurz. Na, das geht erst, wenn Dings da ist. Ja, ja. Wenn alle da sind. Alles gut. Wenn man ankommt. Na, passiert, wenn Spieler einen aus dem Auto ausschließen. Und man gerade dabei ist, die Cops abzuhängen. Ich weiß nicht, was du meinst. Wie gesagt, das ist wieder umgestellt. Das kann tödlich sein in einer Mission, ne? Ich hätte das nicht in der Mission hätte ich das nicht gemacht. Du siehst ja, dass keine Teamleben da sind. Da ist er. Guck mal hier, da. Ja. Fingerbogen. Jetzt geht's da rein. Ach, du Heilige, was haben wir denn jetzt an? Ja gut, wir gehen auf. Ist das nicht die Gerichtsmedizin, wo du mit Michael und so rausschießen musst? Ja, ne? Ja. Ja. Pack die Waffen bitte weg, wenn es möglich ist. Genau, und nicht so lange in den Sichtkegeln bleiben. Finde die Leiche des Parkdienstangestellten. Ach du Scheiße. Wir trennen uns mal ein bisschen. Ja. Ich gehe nach rechts, du nach links. Ist das ein Deal? Können wir machen. Also hier sind... Ach, ihr habt ihn schon? Ja, habt ihn. Gut. War nur Zufall. Dann Sicherheitspass, ich hab das Ding. Jetzt unauffällig raus. Die sieht irgendwie aus eher wie Zauberer als hier wie. Also wieder raus. Hm? Ich habe einen Hut, der schaut so aus so gut. Ernst. Ja, so. Verlasse das Gebiet. Ich nehme mal meinen Dienstwagen. Wollt ihr mit einsteigen? Ja, ich mach gerade fahren, ne? Geht das überhaupt mit vier Mann? Ja, ja, das sind auf jeden Fall vier Türen. Oder? Jetzt nicht, ne? Nee, hat er nicht. Nee. Ja gut, klar, der Sack ist ja hinten drin. Aber du hättest die Tür auch mal zumachen können. So, hab ich. Ach, der ist über das Auto abgehauen, okay. Mensch, geht zu. Ach, so, jetzt haben wir fast klar. Auto, okay.
Ich revanchiere mich nur. Naja, ich revanchiere mich auch später. Die Tür bleibt aber auch nicht zu. Ja, die Leiche braucht ja noch Luft, eventuell. Die Leiche braucht noch Luft. Das war jetzt gut. Es müffelt uns zu sehr. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich habe mir ein anderes Auto organisiert. Alles gut. Außerdem ist da hinten kein Sarg drin, sondern die zwei Taschen, die da waren. So, Ausrüstungsmission abgeschlossen, Sicherheitspass beschafft. Gut. Ausrüstungsoutfit wurde freigeschaltet, im Kleiderschrank gezogen. Yeah, man könnte jetzt theoretisch als Dienst rumlaufen. Als Bestatter. Ich muss auf den Charakter noch einen Leichenwagen haben. Hat den einer von euch? Ich hab den, ja. Glaube ich zumindest. Weil dann können wir nämlich an der Kirche nachher den mal holen. Ich müsste den auf jeden Fall getuned haben. Ich hatte den auch mal getuned, aber naja. Warte mal, ich glaube, hab ich den noch? Warte mal, ich muss mal gucken. Romero heißt der, ne? Ich fand aber den anderen besser. Ich will ihn ja nicht getuned haben, ich will mir nur einen Leichenwagen für Low holen. Ich fand aber den anderen Leichenwagen besser. Ich weiß nicht, ob ich den hab, wie gesagt, das ist halt, ich gucke jetzt gerade nach. Den es zu Halloween gab mit dem Zombie hinten. Ja, genau der. Ich glaube, den habe ich aber noch, ich weiß es aber nicht. Wie ist der denn überhaupt? Sonst muss ich das mit Yvonne machen, den beim anderen Charakter rausholen. Mit ihr hinfahren, muss sie sich einnehmen und dann muss ich mir. Nee, ich hab den nicht mehr. Scheiße. Wie ist der? Weiß das jemand? Nee. Am Dienstag kommt das neue Update raus, ne? Okay. Na, 15. oder nicht? Ist doch Dienstag. Ja. Heute ist der 13. It's coming at you. I'll get back to work. So, ja, okay. Da kommt dann dieses